Endlich kann es wieder losgehen. Der wahrscheinlich, oder doch der sicher sogar, letzte Stream vor dem großen 24-Stunden-Stream. Furchtbar. Oder fängst du immer um 19 Uhr an? Ich fange fast immer um 19 Uhr an, ja. Fast immer. Es gibt so Special-Streams, die dann teilweise 6 Stunden und länger gehen. Die fangen dann oft schon um 18 Uhr an. Und der 24-Stunden-Stream fängt am Freitag schon um 12 Uhr mittags an. Aber das ist ein Sonderfall. Aber normalerweise fange ich immer 19 Uhr an. Okay. Spielen wir nochmal Hyrule Warriors als Übergangsspiel im Endeffekt, weil ich im 24-Stunden-Stream einige Spiele starten werde, von denen manche bestimmt interessant sind für länger. Und deswegen wollte ich jetzt nichts Neues anfangen vor dem 24-Stunden-Stream. Aber auch in Hyrule Warriors haben wir noch viel zu tun. Ich habe jetzt ein bisschen weiter gespielt in meiner Freizeit, letztes Wochenende und so. Also, vorgestern. Und habe die Abenteuerkarte ganz schön vorangetrieben. Ich habe jetzt viel freigeschaltet, aber es gibt noch viel zu tun. Ich möchte auf dieser Karte, bevor wir zur nächsten Karte weiterziehen, unbedingt auf jeden Fall noch die beiden Waffen und die beiden Outfits hier freischalten. Das ist auf jeden Fall mal unser Ziel für heute. Und ich schätze mal auf der nächsten Karte... Na, mal schauen. Ich verschätze mich da oft. Eine Leiter. Wir mussten noch nie irgendwo eine Leiter benutzen bis jetzt. Und ich habe auch noch nie eine Leiter gefunden. Ich glaube, es gibt auf der ganzen Map nur hier eine Leiter. Verrückt, oder? Crazy. Hallo, Boogeyman. Zum Beispiel, du meinst die Spiele, die wir am 24-Stunden-Stream starten werden? Also, jetzt pass mal kurz auf. Können wir mal kurz uns anschauen. Ich habe sehr viele Keys von sehr vielen sehr kleinen Spielen bekommen. Die werden wir uns alle anschauen. Das sind teilweise wirklich so kleine Minispielchen, die uns wahrscheinlich nicht mal eine Stunde beschäftigen. Da ist bestimmt was Nettes dabei. Die schauen wir uns einfach an. Da stürze auch ich mich blind rein einfach. Was Neues zu haben, wenn man total müde ist und so, ist immer gut. Ach so, jetzt kann ich die gar nicht sortieren nach Installationsdatum. Naja. Dann habe ich noch Dragon Quest 11 schon mal vorbereitet im Angebot, auf jeden Fall. Auf meiner Wunschliste im Shop sind einige Spiele, die ich vielleicht noch kaufen werde, aber da bin ich mir noch nicht sicher. Für die PS4 haben wir auf jeden Fall Dreams, wo ich mal wieder reinschauen werde nach längerer Pause. Da gibt es bestimmt schon wieder einige neue, interessante Kreationen. Einfach nur Outer Wilds habe ich mir jetzt auch für die PS4 geholt. Ich glaube, es ist so ziemlich der letzte Titel auf meiner beste Spiele 2019 Liste, die ich noch nicht gespielt habe. Da wird es dringend Zeit, dass wir das abarbeiten. Mehr fällt mir gerade nicht ein. Aber es gab noch mehr. Auf jeden Fall. Aber ja. Jetzt besiegen wir erstmal so schnell wie möglich alle Riesenmonster. Würde ich sagen. Es ist schon paradox. Jetzt, wo bei uns die Schule geschlossen ist, sieht man viel mehr Leute in der Öffentlichkeit als letzte Woche. Wirklich? Hätte man sie auch offen lassen können. Das stimmt, das ist wirklich ein bisschen komisch. Ich musste nur kurz gucken, für wen der Herzcontainer ist. Ich bin ja gespannt, wie sich das entwickelt. Ich könnte mir vorstellen, dass auch in Deutschland, in einigen Bundesländern, demnächst vielleicht quasi Ausgangssperre mal für ein paar Tage eingeführt wird. Es würde Sinn machen, weil jetzt die letzten Tage die Ansteckungen wirklich ein bisschen eskaliert sind. Das ist halt uncool. Da muss man halt wirklich aufpassen. Man muss halt echt ein bisschen verantwortungsvoll sein, Mensch. Es geht ja nicht um junge, gesunde Menschen. Uns kann ja eh nichts passieren. Aber wir stecken Empfindliche an. Wir stecken Alte und Vorerkrankte an. Und das ist dann echt problematisch. Das wollen wir nicht. So, wen nehmen wir noch als dritten Charakter? Eigentlich ist es wurscht. So. Aufbaustrategie. Anno 1800 und Frostpunk empfiehlst du dann. Frostpunk habe ich schon sehr lange gespielt privat. Das ist wirklich ziemlich cool.
Und Anno würde mich natürlich auch interessieren. Ich mochte die alten Annos immer sehr gerne. Aber das Problem ist, wenn ich streame, kann ich im Grunde nicht wirklich gut vom Rechner streamen. Deswegen streame ich eigentlich immer nur von den Konsolen. Weil es leichter ist für mich technisch. Besser umsetzbar. Dragon Quest 11 ist übrigens viel länger, als ich dachte. Ich bin bei rund 110 Stunden und immer noch nicht durch. Ja, wie gesagt, ich hab auf keinen Fall vor, die Spiele im 24-Stunden-Stream zu beenden. Nur mal anfangen. Nur mal reinschauen. Beim 24-Stunden-Stream geht es ja wirklich immer eher darum, was mich irgendwie wach hält. Und sobald mich ein Spiel langweilt oder ich sage, okay, gut, jetzt weiter zum nächsten Spiel, wechseln wir das Spiel. Und vielleicht kommt man später nochmal drauf zurück, das weiß man immer nicht. So, ich habe übrigens Epona freigeschaltet, eine meiner Lieblingswaffen im ganzen Spiel, weil Epona ist einfach crazy. Und den Dunkel-Link-Skin benutzen wir auch, weil, warum nicht? Epona ist einfach so eine unglaubliche Kampfmaschine, wie die hier durchmäht. Das ist einfach wirklich witzig. Finde ich echt cool. Hi, Lance Goodbye, meine Sister. Ach ja, genau, was ich ganz vergessen habe. Animal Crossing, natürlich. Am 20. erscheint ja Animal Crossing. Genau deswegen habe ich ja den 24-Stunden-Stream so weit hinten im Monat reingeschoben. Also bis zum 20. verschoben, weil da Animal Crossing erscheint. Und weil ich mir vorstellen kann, dass man da die ein oder andere Stunde gemütlich verbringen kann. Gerade in den frühen Morgenstunden kann man so gemütliche, chillige Spiele echt sehr gut brauchen, glaube ich. Ich glaube, das wird cool. Da freue ich mich schon drauf. Das wird wirklich cool. Rimworld, ja, das wäre auch super, das stimmt. Aber wenn schon, dann würde ich gleich die Hardcore-Schiene nehmen und Warforged zu spielen. Wenn schon, denn schon. Wenn dann den Urvater von Rimworld. Ja, genau. Animal Crossing habe ich zuletzt auf dem DS gespielt. Ich habe da irgendwie... Ich glaube, ich habe mittlerweile eigentlich so ziemlich alle Animal Crossing-Teile gespielt. Außer natürlich dieses komische Brettspiel für die Wii U, bei dem keiner so genau weiß, was Nintendo damit irgendwie... Naja... Vergessen wir das. Aber der GameCube-Teil hat mich damals echt begeistert. Den habe ich lange Zeit gespielt und fand ich super entspannt, chillig und lustig und nett. Und die DS-Teile haben mich nicht so ganz abholen können irgendwie. Aber keine Ahnung. Keine Ahnung. Da bin ich irgendwie nicht so ganz warm geworden damit. Aber irgendwie war ich auch nicht so der DS-Spieler. War ich irgendwie nie. Ich weiß nicht genau warum. Ich fand das Konzept mit den beiden Bildschirmen und dem Touchscreen cool und am Anfang sehr faszinierend. Aber irgendwie hat mich das dann schon relativ schnell kalt gelassen und seitdem war ich dann nicht mehr so der DS-Fan irgendwie großartig. Ich mochte Spiele dann doch schon immer lieber auf der stationären Konsole. Und jetzt mit der Switch hat man ja quasi den perfekten Hybriden. Aber auf den GameCube-Teil bin ich wieder, Quatsch, auf den Switch-Teil bin ich wieder sehr gespannt, weil die haben doch einige neue interessante Features eingeführt. Und Sachen, die auch ganz komisch sind, finde ich. Sowas wie Daily Quests passt für mich in meinem Kopf nicht wirklich zu Animal Crossing, aber ich bin gespannt. Die ersten Tests, die es bis jetzt gibt, sind sehr, sehr, sehr positiv. Da kann man, glaube ich, nichts falsch machen. Also, man muss natürlich wissen, auf was man sich da einlässt. Auf eine relativ chillige, gemütliche, niedliche Lebenssimulation. Wenn einem das von Grund her, von Grund auf schon nicht anspricht, dann ist es mit Sicherheit nichts für einen. Aber wenn man sowas mag, dann ist es auf jeden Fall keine schlechte. Kann man, glaube ich, schon mal sagen. Kann man schon mal, wenn man den Testberichten glauben will, prognostizieren. Ja, bin gespannt. Ich check überhaupt nichts mehr. Finde ich gut. Oh Mann, ey. Tropico habe ich auch früher gerne gespielt. Ich
weiß echt nicht mehr, welche Teile. Es gibt irgendwie, gefühlt kommt irgendwie zweimal im Jahr ein neuer Tropico-Teil oder zumindest ein Add-on. Aber ich habe einige Tropicos gespielt und mochte die auch immer ganz gerne. Wir stecken irgendwie in dem Bein fest, Hilfe! Fallout. Ach man, mittlerweile würde ich mir persönlich wünschen, dass Fallout den Besitzer wechselt, weil ich irgendwie Bethesda nicht mehr vertraue, wenn es um Fallout geht. Ich finde, die haben den Fallout-Geist noch nie so gut eingefangen, für meinen Geschmack, aber mittlerweile traue ich denen einfach gar nichts mehr zu. Ein neues Fallout, das ein bisschen mehr wieder in Richtung Retro-Rollenspiel geht, von einem coolen, kleineren Studio, aber dafür umso besser und experimentierfreudiger. Das fände ich gut. Bin gespannt, was als nächstes in der Fallout-Franchise auf uns zukommt. Ich hätte auch gar nichts gegen irgendwelche Spin-Offs vielleicht. Könnte man ja in der Welt, in der Story eigentlich viel machen, aber naja, mal abwarten. Aber momentan ist Fallout schwierig für mich. Ein schwieriges Thema. Nein, Quatsch, nicht wirklich, aber Fallout 76 hat mich halt einfach echt enttäuscht. Und die Tendenz, mir hat Fallout 4 viel Spaß gemacht, aber die Tendenz, in die sich Fallout entwickelt hat, schon mit Fallout 4, hat mir auch schon nicht gefallen. Und ja, genau, deswegen, mal schauen. Aber da sieht man so wenig, fast wie ASCII in Matrix. In Dwarf Fortress, das stimmt. Aber es gibt coole Graphic-Packs. Mit denen sieht man dann ein bisschen was zumindest. Da braucht man nicht mehr ganz so viel Fantasie. Da fühlt man sich nicht mehr ganz so wie in Matrix. Eigentlich fast leider. Hallo, der echte Tobi. Ja, ich bin gesund und Glück. Ich hoffe, du auch. Ein Remake von Fallout 1 in der Grafik von Fallout 4. Ja, zum Beispiel. Vielleicht nicht ganz in der Grafik von Fallout 4. Vielleicht ein bisschen schöner. Aber grundsätzlich, ja. Grundsätzlich ein Remake von Fallout 1 wäre super. Das wäre super. Ich persönlich, ich weiß, das entspricht nicht dem Massengeschmack. Die meisten werden da wahrscheinlich das verneinen. Aber ich persönlich hätte auch am liebsten wirklich ein rundenbasierendes Kampfsystem wie früher. Gerne auch vielleicht so ein bisschen an die neuen XCOM-Teile angelehnt oder so. Mit Deckungssystem könnte man alles cool machen, glaube ich. Weil ich meine, das rundenbasierende Kampfsystem der Original-Fallout-Spiele war extrem simpel. Das muss man schon mal sagen. Selbst für damalige Verhältnisse. Auch damals. Oder kurz danach, ich bin mir nicht sicher, gab es schon sowas wie Jagged Alliance oder sowas, die sehr viel komplexer und cooler waren, was das angeht. Da könnte man, oder hätte man auch damals schon viel machen können und könnte man aus heutiger Sicht quasi das ein bisschen modernisieren, upgraden. Aber grundsätzlich, ja, das wäre cool. Fände ich gut. Für mich ist Fallout als weiterführende Marke tot. Zwar spiele ich immer noch gern alte Teile, aber wenn jetzt ein neuer angekündigt werden würde, wäre es mir wahrscheinlich erstmal egal. Ja, also egal wäre es mir nicht. Ich würde das natürlich sehr genau im Auge behalten. Aber ich habe so eine gewisse Grundskepsis jetzt auch mittlerweile. Auf jeden Fall. Update der Home Office. Kannst du gern 14 Tage durchstreamen. Das kommt ja quasi dann, kommt der 24-Stunden-Stream am Freitag ja quasi perfekt. Ich hab's mir schon gedacht, das ist ja quasi super. Das kommt ja genau zur richtigen Zeit, der 24-Stunden-Stream, wenn alle daheim sitzen und keiner weiß, was er tun soll. Ausgezeichnet. Gebt mir bitte weg, ihr kleinen Dinger. Ich muss hier wieder die Generäle wegsnipen, ohne selber von irgendwem geschlagen zu werden. Wie viel brauchen wir denn? 20. Jetzt haben wir 4. Na gut, immerhin. Die kämpft schon lustig, oder? Ich krieg die ganze Zeit... Ah, jetzt sehe ich was. Vorher hat es auch schon die Melodie gespielt, aber da habe ich nichts gesehen. Metatron, dankeschön, dass du Boogeyman ein Abo geschenkt hast. Freut mich sehr. Und Boogeyman bestimmt auch. Und alle anderen auch.
Oh Gott, lebt der noch da neben mir? Nee, oje, oje. Ich habe mich schon ein bisschen erschrocken jetzt. Wo wollen die denn hin? Könnt ihr mal hier bleiben, bitte? Gibt's ja wohl nicht. Wie Landhaie. Wisst ihr, was mich die ein bisschen erinnern? Es gibt so einen alten Film aus den 80ern. Oder 90er vielleicht. Ich glaube eher 80er. Der ist so ein bisschen trashig. Da geht's um Zeitreisen. Aber irgendwie, ich kann mich nur noch... Ich habe den als Kind gesehen, mehrmals. Ist das nicht eine Stephen King-Verfilmung oder so? Wo die Leute durch die Zeit reisen und dann kommen diese schwarzen Mäuler, die alles auffressen. Und dann fliegen die mit einem Flugzeug weg und unter ihnen wird der Flughafen gefressen. Und die sind quasi in irgendeinem Paralleluniversum, das nicht existieren sollte. Und dann kommen diese Zeitwächter und fressen alles. Und daran erinnere mich die ein bisschen. Aber wie gesagt, das ist so lange her, dass ich das gesehen habe. Ich habe kaum Erinnerungen. Kann sein, dass das in Wirklichkeit ganz anders aussieht. Aber so dezent. Hat das was von dem. So, noch 5 Feinde. Lengulis. Lengulias. Ja, genau. Ich glaube, das so... Ja, ja. Ist eine Kurzgeschichte von Stephen King. Ah ja, okay. Dann habe ich nicht totalen Blödsinn erzählt zumindest. Das ist ja schon mal gut. Cool. Geschafft. Yeah. Langulias heißt der oder so ähnlich. Den fand ich als Kind ziemlich beeindruckend, aber ich weiß noch, dass ich damals schon fand, dass der ein bisschen trashig ist, obwohl ich noch recht jung war. Aber ich glaube, diese schwarzen Mäuler, die alles fressen, kommen, glaube ich, erst ganz am Schluss oder so. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, der Film geht ganz lang und erst am Schluss kommt dann die coole Szene quasi. Da habe ich das in Erinnerung zumindest. Aber was weiß denn ich? Ist schon so lange her, dass es kaum noch wahr ist. In den Äonen der Zeit verloren. Okay, cool. Wir kommen jetzt zur nächsten Rüstung, hinter der wir her sind. Wahrscheinlich müssen wir erst einen Busch verbrennen irgendwo. Das letzte Outfit hier. Es ist halt echt leider ein bisschen schade, dass in dem Spiel wirklich 90%, naja, vielleicht nicht ganz, aber 80% oder so der Rüstungen halt einfach nur relativ billige Color Swaps sind. Wenn wir mal kurz schauen. Das ist das Standard-Heldengewand aus dem Spiel. Das Rekrutengewand ist was anderes. Das ist was eigenes. Dann kommt das Heldengewand in Blau. Dann kommt das Heldengewand in Rot. Dann kommt das Heldengewand in Lila. Dann kommt der dunkle Link, der einfach nur komplett schwarz ist. Und dann Breath of the Wild und klassisches Gewand, was cool ist. Aber naja, genau. Okay, benutzen wir den Gleiter. Den habe ich heute erst freigespielt, kurz vor dem Stream. Der ist auch eine witzige Waffe. Ah, jetzt habe ich nicht geguckt, ob ich irgendeinen Charakter hätte nehmen müssen, um irgendwas freizuschalten. Irgendein Herz oder so. Naja. Wurscht. Wurscht. Ist heute aber echt schwer zu schauen, der Film. Das kann ich mir vorstellen. Ein Zweiteiler-Fernsehfilm. Ach was. Bilder sprechen für sich. Googelst du gerade? Hast gerade Bilder gesucht? Oh, das ist eine gute Idee. Ich will auch Bilder sehen davon. Wie die Mäuler gleich nochmal ausgesehen haben. Wie hieß jetzt der gleich nochmal? Lagulias. Ich kann auch eins im Stream einblenden, wenn ihr mir kurz Zeit gebt. Ah, ja, genau. Ja, fast. Wartet mal ganz kurz. Ich muss die schnell auf meinem Desktop zwischenspeichern, damit das am einfachsten geht. Ist das ein offizielles... Ich muss das mal... Ist das ein offizielles Bild aus dem Film? Das ist ja krass. Meine Güte. Der ist echt nicht gut gealtert. Wartet mal. So. So.
Ach, mein Desktop ist voller anderer Bilder für ein Special, an dem ich gerade rumschraube. So sehen die Mäuler aus. Ja. Ist schon, kommt schon hin. Ja, löschen. Und ich weiß nicht, ob das ein offizielles Bild ist, aber ich glaube schon. Ich glaube, hier sind sie gerade, wie sie alles auffressen. Das ist toll, oder? Das ist richtig cool. Da fliegen die mit dem Flugzeug weg und die kommen und fressen die Realität quasi. Jo. Naja. Das waren andere Zeiten. Da waren wir andere Special Effects gewöhnt. Da, Kreisel. PlayStation 1 wäre geil gewesen. Ja, ich meine, da, ich meine wirklich, das war ja wirklich damals so. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Aber teilweise gab es halt da in Videospielen Cutscenes oder solche Special Effects aus solchen Filmen, die hat man damals gesehen und hat sich gedacht, boah, wenn Spiele irgendwann mal so gut aussehen, aber wahrscheinlich wird es nie passieren. Ich kann mich wirklich noch genau dran erinnern, an genau solche Gespräche. Meistens waren es irgendwelche Cutscenes in irgendwelchen Spielen, irgendwelche Zwischensequenzen, die aus heutiger Sicht furchtbar aussehen. Aber damals war es so, wow, ob Spiele jemals wirklich in-game so aussehen können. Man hat sich nicht vorstellen können. Wo war es denn? Ich glaube, die Vorgrafik von Majesty war das, wo ich mir das letzte Mal, da habe ich eine Erinnerung dran. Ich glaube, das war die Vorgrafik von Majesty, wo ich mir gedacht habe, meine Güte, sieht das gut aus. Oder auch in Dungeon Keeper die Cutscenes. Genau, in Dungeon Keeper die Zwischengrafiken. Oh Mann, ey. Ist schon witzig. Habe ich eigentlich irgendein Ziel? Ich glaube, ich mache am besten alle kaputt, solange bis irgendjemand um Hilfe ruft. Das ist eigentlich meistens eine gute Taktik. Der Kreisel ist so lahmarschig irgendwie. Komisch. Wenn mal... Irgendwie habe ich das Gefühl, ich wäre schneller, wenn ich permanent angreifen würde. Hm. Naja. Als Kind fand ich den tatsächlich einigermaßen gruselig, mit moderner Technik gut gemacht. Ich fand den auch super gruselig, wirklich. Ich fand den wirklich super beängstigend. Auch das kann man sich heute schwer vorstellen, aber es war wirklich so. Ich hatte echt ein bisschen Angst vor diesen Mäulern, die die Realität fressen. Die besten Cutscenes hatte damals für mich Command & Conquer. Ja, das war wirklich total verrückt. Das war auch das erste Mal, dass ich quasi Live-Action-Zwischensequenzen in einem Videospiel gesehen habe. Das hat mich voll umgehauen. Und dann waren die damals, also die kamen ja auch so cool vor, so gut. Echte Schauspieler. Heute würde man drüber streiten, ob das jetzt Schauspieler sind oder so Leute, die man da so hinsetzt und sagt, lies mal diesen Text vor. Aber ja, doch, das war cool. Das war schon cool. Ja, das stimmt. Im gesellschaftlichen, im wissenschaftlichen hätte ich gedacht, dass wir 2020 so viel weiter sind. Ich meine, die abgedrehtesten Science-Fiction-Filme waren irgendwie 2010 angesiedelt. Oder 2000. Ich dachte, 2010 fliegt jeder mit seinem persönlichen Raumschiff durchs All und handelt mit Alien-Spezies und für jede Krankheit gibt es ein Hypospray und so weiter. Aber dass sich Videospiele so schnell entwickeln, das hätte ich wiederum nicht gedacht. Genau verkehrt rum eingeschätzt. Tja,
Aber wie heißt es so schön? Prognosen sind immer schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Insofern, was soll's. Der Kreisel ist noch nicht abgegradet, deswegen kann ich jetzt im Grunde immer nur die gleichen zwei Kombos machen. Sorry, ist ein bisschen langweilig. Zum Zugucken wahrscheinlich. Ich tue mein Bestes. Schade, es wäre so cool, wenn man die Kreisel, die man hier so beschwören kann, anschubsen könnte. Wenn das dann so physikalisch, wenn die rumbouncen würden. Man könnte den ganzen Raum mit Kreiseln füllen. Aber ob das die Rechenleistung schaffen würde, die Engine, ich weiß nicht. Wäre cool. Auf der Wii U, die Wii U war ja mit dem Spiel echt schwer überfordert. Da haben sich eigentlich ständig vor einem Gegner aufgelöst und sind erschienen irgendwie. Man hatte fast keine Fernsicht. Konnte irgendwie keine 5 Gegner gleichzeitig anzeigen, hatte ich das Gefühl. Die Gruppe hier ist das Maximum. Alle anderen Gegner hätten sich dann aufgelöst, so ungefähr, auf der Wii U damals. Die Wii U war einfach zu schwach. Die Wii auch. Die Wii und die Wii U hatten für mich technisch irgendwie... Die waren einfach nicht sehr gut. Und das wurde sehr schnell, sehr deutlich sichtbar. Das geht mir bei der Switch nicht so. Die Switches finde ich gut. Auf der kann man alles Coole umsetzen irgendwie. Mit ein bisschen... Ich meine, man muss natürlich ein bisschen, ist eh klar, ein bisschen Mängel in Kauf nehmen. Oder das heißt Mängel, aber nicht ganz so schöne Grafiken zum Beispiel wie in anderen Spielen. Ich kann keine Sätze mehr formulieren. Mein Hirn ist kaputt. Ach verdammt, unser Hauptquartier wird gar nicht angegriffen in dem Sinn, sondern die Pflanzen spucken ihre Dekonüsse in unsere Basis. Das heißt, ich muss mich ganz schnell zu denen durchkämpfen und die kaputt machen. Sollte aber trotzdem diesen Stoßtrupp hier auch gleich kaputt machen. Weil wenn die Basis gleichzeitig bombardiert und angegriffen wird, dann fällt die 0, nix. Aber die Basis hier erober ich jetzt mal nicht. Die lasse ich mal kurz stehen und gehe gleich zur nächsten, weil die ist wichtig. Habe ich schon die Feuerfee? Nein, die habe ich nicht. Ich habe nur die andere Fee. Ist egal. Machen wir ohne Fee den Raum. Wir kriegen zwar ein bisschen Schaden, aber unser Level, was weiß ich, 80 Super Link, der kriegt das, glaube ich, ganz leicht hin hier. Schnell, wo ist er denn, der Kommandant? Er ist gezeichnet. Moment mal, aber hier bombardiert gar niemand. Wo sind noch Bombardierpflanzen? Das ist ja doof. Eine Basis gibt's noch, sonst weiß ich's gar nicht mehr, von wo die kommen könnten. Zwei gibt's noch. Oh ja, da muss ich reinschauen. Vielleicht sind die auch da drüben. Ja, da ist sie. Du blöde Pflanze, du. Hörst du auf? Hörst du auf, mein Hauptquartier zu bombardieren? Ich brauch mal den Bumerang, das geht schneller. So. Okay, ich hoffe, das waren alle. Vielleicht haben wir Glück und jetzt hat sich's ausbombardiert. Das wäre gut. Ich hoffe es. Ich sage nur 2001 Odyssey im Weltall. Das stimmt. Aber der war ja gar nicht so Science Fiction. Ich meine, ja, schon. Aber von der menschlichen Technologie, die da gezeigt wird. Abgesehen von einer kleinen Mondbasis. Und das ist eine relativ gemütliche, chillige Mondbasis. Die könnten wir wahrscheinlich wirklich bauen, wenn wir wollten. Oder die öffentlichen Gelder dafür hätten. Ist der ja nicht so abgedreht. Nur dann dieser Obelisk, was damit zu tun hat. Das Fremde. Das ist der Science Fiction-Anteil, der Irre. Also aber von der menschlichen Technologie her ist das eigentlich eine relativ realistische Perspektive. Es ist halt einfach so, dass die Raumfahrtprogramme einfach so ziemlich eingestampft wurden. Ansonsten könnten wir eh schon viel weiter sein, aber irgendwie, weiß ich nicht, hat keiner mehr Bock auf Weltraumexpeditionen oder so. Ne, weil halt der wirtschaftliche Nutzen nicht ersichtlich ist. Und darum dreht sich halt leider alles. Okay, ich glaube, wir können das feindliche Hauptquartier erobern und die Mission abschließen. Dann kriegen wir neue Hosen für irgendwen. Und vielleicht sogar Oberteile. Mal schauen. Neuen Stuff.
Guten Appetit, echter Tobi. Und dir auch, Felix. Ich werde heute nach dem Stream auch noch was essen. Aber ich weiß noch nicht, was. Vielleicht einfach nur Cornflakes oder so. Dann ist es schon zu spät. Da habe ich keinen Bock mehr großartig zu kochen. Ich habe mir heute, als ich das Spiel gespielt habe, wieder gedacht, dass so ein Hyrule Warriors 2 echt cool wäre, glaube ich. Einfach nochmal dasselbe mit viel mehr Content und so. Aber dann habe ich mir gedacht, was noch viel cooler wäre, wäre ein Nintendo Warriors. Jetzt haben sie schon ein Fire Emblem und ein Hyrule Warriors gemacht. Jetzt könnten sie das doch kombinieren und ein Nintendo Warriors draus machen. Habe ich mir so ausgedacht. Fände ich gut, wird nie passieren. Trotzdem fände ich es gut. Der Cluro, hallo und willkommen. Wie geht's? Ich habe dir vorher eh wieder ein bisschen beim Stream zugeguckt und habe dadurch dringend Bock auf Breath of the Wild bekommen. Ich glaube, ich muss das doch nochmal. Entweder neu. Ich weiß nicht, entweder starte ich auf dem hohen Schwierigkeitsgrad nochmal oder ich mache mein Savegame fertig. Es gibt wahrscheinlich noch 150 Brockrätsel, die ich noch finden und lösen könnte. Wenn es reicht, wahrscheinlich noch viel mehr. Könnte man auch machen. Einfach ein bisschen rumlaufen, Krockrätsel noch finden und lösen. Oder eben gleich neu im Master Quest Modus Dingens. Wer weiß, aber auf jeden Fall habe ich echt wieder Bock bekommen, als ich das bei dir so gesehen habe.